Wenn Sie gedacht haben, dass diese Modelle hier beim Zahnarzt hergestellt werden, dann haben Sie sich getäuscht. Denn solch ein Modell entsteht beim Zahntechniker. Und den haben wir heute auch im Rahmen von HWK TV einmal besucht und sind dafür nach Fallendar gefahren. Mit Bestehen der Meisterprüfung gründete Stefan Kreil 1999 das gleichnamige zahntechnische Labor, zuerst in Bendorf, dann vor 4 Jahren hier in Fallendar. Inzwischen beschäftigt er 7 Mitarbeiter und eine Auszubildende. Gestern Lehrling, heute Geselle. Dafür steht im Unternehmen die 21-jährige Brigitte Knobloch. Die junge Zahntechnikerin ist mit ihrer Prüfungsarbeit frisch gebackene Siegerin beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks auf Kammerebene. Also um das zu üben, hatte ich na klar meine 3,5 Lehrjahre Zeit. Und für die Prüfung, die ging 4 Tage lang. Für Ausbilder Zahntechnikermeister Stefan Kreil ein besonderer Erfolg, denn er selbst gehört mit gerade 36 Jahren auch noch zur jungen Generation als Selbstständiger und Meister seines Faches. Für einen kleineren Betrieb wie uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir ausbilden, weil Fachkräfte bekanntlicher sehr rar sind und schwierig zu bekommen sind. Und ja, deswegen bin ich auch immer dafür, selber auszubilden und nach Möglichkeit auch mit dem Ziel, die Leute dann auch zu übernehmen nach der Ausbildung. Auf dem Erfolg ausruhen will man sich hier nicht. Ständige Weiterbildung gehört zum Alltag, denn die Bearbeitungsverfahren entwickeln sich permanent weiter, wie auch die eingesetzten Materialien. Der Ausbildungsbetrieb Dieter Ahrens in Cochem ist einer von 206 eingetragenen Steinmetzen bei der Handwerkskammer Koblenz. Und auch hier wird auf höchstem Niveau ausgebildet. Jan Harlimann ist als frischgebackener Geselle auch Sieger im Leistungswettbewerb auf Kammerebene. Als mein Gesellenstück habe ich eine Meerjungfrau aus Muschelkalk ausgearbeitet. Dafür habe ich 52 Stunden gebraucht. Ja, dann bin ich Kammersieger geworden. Also ich wollte immer eigentlich im Handwerk arbeiten. Und seit meiner Kindheit habe ich immer gern gezeichnet. Dann so bin ich drauf gekommen. Für Jan Harlimann ist die Gesellenprüfung wie auch der Wettbewerbssieg aber nur eine Momentaufnahme im beruflichen Werdegang. Er plant bereits für nächstes Jahr die Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Für Ausbilder Dieter Ahrens liegt diese Entscheidung bereits einige Jahre zurück. Der Handwerksmeister übernahm den Familienbetrieb vom Vater und beschäftigt heute 8 Mitarbeiter an 2 Standorten. Unser Hauptarbeitsbereich ist Grabdenkmäler und beziehungsweise Natursteinarbeiten im Innen- und Außenbereich. Aber auch dem Bereich der Innenraumgestaltung kommt in diesem traditionellen Handwerk eine immer größere Rolle zu. Von Spitzenleistungen im Handwerk geht es jetzt zu sportlichen Spitzenleistungen. Und da kann ich Ihnen versprechen, es wird spektakulär. Auch Sebastian Prohl steht für Topleistungen als Lehrling. Mit einem guten Ausbildungsabschluss und verkürzter Lehrzeit hatte der gelernte Kfz-Mechaniker einen super Start ins Berufsleben hingelegt. Heute arbeitet er als Mechaniker und Kundenberater im Zweiradcenter Klaus in Zell. Ein Traumjob, wie er sagt. Wohl nicht zuletzt wegen seines ausgefallenen Hobbys. Ich bin der Sebastian Prohl aus Zell an der Mosel, arbeite beim Zweiradcenter Klaus in Zell. Bin Verkäufer und Zweiradmechaniker hier. In der Freizeit fahre ich Freeride und Downhill. Ein sehr interessanter Sport, auch zum Angucken. Leider noch viel zu unbekannt bei uns in der Region. Freeride bezeichnet das technisch anspruchsvolle Fahren auf einem Mountainbike, das in jeder möglichen Kombination steile Bergabpassagen, Sprünge von bis zu 10 Metern über natürliche Hindernisse und sportliche Manöver enthalten kann. Die Verbindung aus Handwerk und Freizeit hat für Freerider Prohl in Beruf und Privatleben Spuren hinterlassen. So schwärmt er von einer eingeschworenen Gemeinschaft unter den Freeridern aus aller Welt und viel Spaß und Action sitzt er auf dem Rad. In insgesamt 43 Berufsgruppen wurde der Leistungswettbewerb auf Kammerebene ausgetragen. Da heißt es jetzt nur noch den 2 Gesellen und natürlich allen anderen viel Glück für den Landesentscheid zu wünschen. Damit verabschiede ich mich schon von Ihnen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihre Katharina Buchs.